Wir sind im Franzi-Klettersteig. Ganz unten noch haben etwa eine Stunde Kletterei vor uns. Da ist die Michi wieder. Jawohl. Mit dem K2 ganz hinten. Respekt, Luis Trenker. Die nächste Schlüsselstelle. Da muss man hauptsächlich aufpassen, dass man sich nicht die Hände einzwickt. Ja. Jawohl. Oh, Rock. Sauber. Meine Prinzessin haut sich ums nächste Eck rum. Weil man muss halt vorsichtig sein, ist ein bisschen nass. Man will nicht wirklich ausrutschen. Ja, wilde Tiere mitten im Klettersteig. Man glaubt's nicht. Da begegnet einem mitten in der Todeszone die wilden Tiere. Unfassbar. Die Prinzessin mit den wilden Tiere unten. Und da vor ihr sieht viel leichter aus als ist, weil es hat auch noch geregnet. Das sind so zäh, knappe D-Stellen, weil es sehr glatt ist und nur Fels. Keine Eisen. Sehr schön. Macht sie gut. Sehr schön gemacht. Souverän hat sie das gemacht. Respekt. Yes. Jetzt wird's krass. Das ist auf alle Fälle CD. Das ist eine krasse Stelle, wo die Michi da hängt. Da schnaufen wir heute beide, ich auch. Es ist anstrengend. Du machst es aber noch immer gut mit den langen Armen. Also, jetzt ist es auch nicht mehr weit. Ja, jetzt haben wir wirklich beide eine Pause gebraucht. Und jetzt geht's weiter. Mit dem Jackerl an. Und es sieht wirklich leichter aus, als es ist, weil es feucht ist. Es ist fucking feucht. Ja, der Schober. Das Enztal. Und ja, die Everest-Gruppe wieder mal in die Wolken. Adler sieht man aber leider keinen am Adlerblick im Franzisteig. Aber ein paar schöne Berge, das Enztal, die Michi ist da hinten unten noch. Der ist lang CD, das ist zum Teil echt mit der Wand und dem Glatten. Da sind, also der hat es in sich, der Franzi, gerade wenn es nass ist. Oder feucht. Ja, das Bier hast du verdient dann, Michi. Oder wir, oder? Es ist nicht so, dass ich nicht schnaufe. Nein, ich muss sagen, ich bin stolz auf meine Prinzessin, weil wir haben es ein bisschen unterschätzt. Wir hatten den schon mal gemacht, da war es aber trocken. Und es war nicht der erste im Urlaub. Und man spürt es dann doch, wenn man länger nicht gegangen ist und es ist feucht. Ja, respect your own limits, aber
Gut, wir schaffen es natürlich. Aber Spaß sieht anders aus. Ja. So ist es. Letzte Schlüsselstelle aus der Steilwand, Nordostwand. Hier der K2. Und hier endlich das Ende des Franzi-Klettersteigs. Da kommt meine Prinzessin, sie hat es geschafft. Bergheil. Bravo. Es ist vollbracht. Es war brutal anstrengend. Wir haben es unterschätzt. Die CD war durchgängig, dadurch, dass es feucht war, war es fast noch schlimmer. Aber die Aussicht auf die Everest-Gruppe und auf den K2, die ist es natürlich wert. Yeah. So schön. Sure.